Na, schnell noch einen Kaffee? Danke, vielleicht später. Jetzt möchte ich erst einmal Ihren kleinen Wunder-LKW kennenlernen. LKW? Welchen LKW? Ja, den Unimog. Deswegen bin ich doch extra nach Gaggenau hier ins Unimog-Werk gekommen. Eben, wegen des Unimogs sind Sie da. Bloß, der ist kein LKW. Na, was denn dann? Vielleicht lässt sich das am besten so erklären. Der Unimog ist ein perfekter Roboter. Oder anders, so etwas wie ein Computer. Na, Sie sind gut. So etwas wie ein Computer? Das ist doch so. Sehen Sie, ehe ein Computer für Sie arbeiten kann, müssen Sie ihn programmieren. Wie Sie ihn programmieren, ist dem Computer egal. Er wird das erste Programm so präzise erledigen, wie später ein anderes. Und das gleiche gilt für den Unimog? Genau. Auch den Unimog können Sie programmieren, wie Sie wollen. Erst zu einer Spezialmaschine, später zu einer anderen. Und wenn Sie wollen, können Sie ihn natürlich auch zum LKW programmieren. Donnerwetter. Eine interessante Konzeption. Und ich habe immer gedacht, der Unimog ist ein kleiner LKW. Vielleicht, weil er vier Räder hat. Aber der geht schon los. Wieso? Der Unimog hat Allradantrieb auf vier gleich große Räder. Dazu Differentialsperren in Vorder- und Hinterachse. Und das bedeutet? Was das im Eigentlichen bedeutet, erleben Sie am besten selbst. Oh. Fantastisch. Die Bodenbeschaffenheit spielt für den Unimog überhaupt keine Rolle. Praktisch ja. Doch dafür ist das gesamte Konstruktionsprinzip entscheidend. Wenn auch der spezielle Unimog Allradantrieb mitentscheidet. Inwiefern speziell? Um einen Allradantrieb möglichst wirkungsvoll ausnützen zu können, muss die Gewichtsverteilung des Fahrzeuges beim Fahren und Ziehen gleichmäßig sein. Eben wie beim Unimog. Das leuchtet ein. Aber warum betonen Sie denn Fahren und Ziehen? Ich will Sie nicht mit physikalischen Gesetzen langweilen, aber um diese ideale Achslastverteilung im dynamischen Zustand zu erreichen, muss die Last im Stand vorne 2/3 und hinten 1/3 betragen. Und das ist beim Unimog erreicht. Aha, während des Fahrens verlagert sich die Achslast so, dass alle Räder gleichmäßig belastet sind. Und zu dieser Voraussetzung kommt dann der Allradantrieb mit den Differentialsperren in beiden Achsen, die die Übertragung der vollen Motorkraft auf den Boden ermöglichen. Praktisch bedeutet das, alle vier Räder lassen sich starr miteinander verbinden, sodass gegebenenfalls die optimale Zugkraft durch ein Rad übertragen werden kann. Und das macht den Unimog zum idealen Geländegänger. Vorsicht mit den Adjektiven. Optimale Achslastverteilung, Allradantrieb auf vier gleich große Räder und Differentialsperren vorn und hinten machen noch keinen Unimog. Pardon dem Nicht-Techniker. Was macht ihn noch? Schauen Sie sich das einmal an. Was meinen Sie, was bei solchen Belastungen passieren würde, wenn wir einen üblichen Rahmen verwendet und Motor, Getriebe, Fahrerhaus und Pritsche starr aufgehängt hätten? Raffiniert. Raffiniert? Wieso? Wie Sie meine Zweifel vorauszuahnen scheinen. Welche Zweifel? Ich habe mir gerade überlegt, wie lange wohl ein Fahrzeug derartige Belastungen durchhält, wann alles zusammenbricht. Diese Befürchtungen hatten unsere Konstrukteure anscheinend auch. Darum entwickelten sie für den Unimog einen verwindungsweichen Rahmen, im Wesentlichen offene U-Träger mit Rohrquerträgern aus Hochleistungsstahl. Und die Dreipunktaufhängung des Antriebsblocks. Motor und Getriebe. Und eigentlich ist diese Dreipunktaufhängung das entscheidende Moment. Dadurch bleibt die Elastizität des Unimog erhalten. Übrigens, auch das Fahrerhaus sowie das Pritschenuntergestell sind nach diesem Prinzip angeordnet. Respekt, Respekt. Eigentlich schrecklich logisch. Man muss bloß drauf kommen. Und auch noch mehr. Diese extreme Geländegängigkeit bedingt Anpassung an geradezu unmögliche Situationen. Das bedeutet, dass zu allem große Federwege in Verbindung mit entsprechenden Teleskopstoßdämpfern gehören. Neben der Verwindungsfähigkeit des ganzen Fahrzeugs braucht es zusätzlich große Bodenfreiheit. Dafür hat der Unimog Portalachsen. Auch der Böschungswinkel ist außerordentlich günstig. Damit man nicht zu schnell festsitzt. Wie man sieht, ist auch das beim Unimog gelöst. Hey, was treibt der denn? Der ist wahnsinnig. Der bricht sich das Genick. Keine Angst. Durch die tiefliegende Anordnung aller schweren Aggregate hat der Unimog einen so günstigen Schwerpunkt, dass er Steigungen oder Gefälle von 100% oder auch 45 Grad verdaut. Und auch quer zum Hang nimmt er noch 40 Grad Neigung hin.
kaum zu glauben. 100% Steigung oder Gefälle. Meine Frau bekommt schon Zustände, wenn irgendwo mal 15 oder 18% Steigung angekündigt sind. Kenn ich. Übrigens, wie ist das mit den Bremsen? Da haben Sie eine auf alle Räder wirkende Betriebsbremse mit Druckluftunterstützung und eine Feststellbremse für die Hinterräder. Und dass Mercedes-Benz Ihnen dabei das Fortschrittlichste auf diesem Gebiet bietet, zum Beispiel automatisch lastabhängige Zweikreisscheibenbremse, darauf können Sie sich verlassen. Und wenn Sie wollen, können Sie natürlich auch eine Druckluftanhängerbremsanlage dazu bekommen. Wenn ich den Unimog als Zugmaschine, Traktor oder LKW programmiere. Oder als Dampfer. Ja, gibt's denn das? Schwimmen kann er also auch. Na, sagen wir besser, warten. Immerhin, noch bei 1 Meter Wassertiefe bekommen Sie keine nassen Füße. Man kann also davon ausgehen, dass der Unimog oder, wie Sie vorhin sagten, dieser Roboter, überall im Gelände einsetzbar ist. Auch da, wo andere aufgeben. Ob extreme Geländeverhältnisse, Straßen oder Fabrikgelände, für den Unimog ist das egal. Seine Kraft steht ihm überall zur Verfügung. Gleich zu, was Sie ihn programmieren. Apropos Kraft. Wie lässt sich diese Kraft, die ich durch den Unimog praktisch überall zur Verfügung habe, einsetzen? Ach du meine Güte. Wieso? Stimmt was nicht? Doch, doch, alles ist in Ordnung. Hoffentlich wollen Sie jetzt nicht von mir alle Programmmöglichkeiten hören, die Sie mit dem Unimog haben. Dazu brauchen wir nämlich länger. Nein, das muss ja nicht sein, aber die Möglichkeiten interessieren mich. Da bin ich beruhigt. Also grundsätzlich können Sie auch hier wählen. Sie meinen, Sie bieten unterschiedliche Motorleistungen an? Richtig. In DIN PS ausgedrückt gibt es den Unimog als Arbeitsmaschine von 34 bis 84 PS, als Zugmaschine von 34 bis 100 PS und für Spezialeinsätze sogar bis 125 PS. Und dazwischen? Können Sie außerdem wählen zwischen 52, 66, 84, 90, 100 und 110 PS. Das kommt dann darauf an, zu was ich den Unimog später programmieren will. Eben. Wie viel Kraft Sie brauchen. Die Möglichkeiten, sie einzusetzen, sind bei allen Unimog-Typen gleich. Und die sind? Nehmen wir zuerst einmal die möglichen Fahrgeschwindigkeiten. Sie reichen von 100 Meter in der Stunde, bei Nenndrehzahl bis zu 75 Kilometer in der Stunde. Bei Arbeits- und Zugmaschinenausführung und bei Spezialfahrzeugausführung bis 100 Kilometer in der Stunde. Insgesamt haben Sie 20 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgänge zur Verfügung. Natürlich synchronisiert. Das öffnet ein weites Feld. Das kann man wohl sagen. Dazu kommen natürlich auch die Möglichkeiten des Antriebs von Aggregaten und Geräten über Zapfwellen. Vorn, hinten und in der Mitte. Man hat also 3 Möglichkeiten. Mhm. Der Unimog ist konstruiert zum Aufbau, Anbau und Antrieb. Darum hat er auch 3 Anbauräume. Vorn, in der Mitte und hinten. Dazu kommt eine Hydraulikanlage. Mit der kann man heben, drücken, in Schwimmstellung arbeiten und in jeder Stellung das Gerät festhalten. Und wie ich das inzwischen verstehe, kann man mit ihr natürlich vordere und hintere Arbeitsgeräte unabhängig voneinander betätigen. Bravo! Tatsächlich ist die Hydraulikanlage mit 2 Doppelsteuerventilen ausgerüstet, die das ermöglichen. Gleiches gilt übrigens für den Teleskopzylinder der Kipppritsche. Ach, die Pritsche ist kippbar? Natürlich! Denn Sie können ja den Unimog auch zum Laden, Tragen oder Kippen programmieren. Die Ladepritsche ist in 4 Kugelzapfen gelagert und kann ohne Schwierigkeiten komplett abgenommen oder ausgewechselt werden. Und als Kipppritsche können Sie sie auch nach 3 Seiten kippen. Sie haben ja wohl auf alles eine Antwort. Ich nicht, aber der Unimog. Wissen Sie, es gibt wohl kaum eine Firma auf der Welt, die mehr Ideen, Zeit und Geld in Entwicklung, Versuch und Fertigungskontrolle investiert als Daimler-Benz. Was ist denn das? Lässt sich der Unimog auch zur Lokomotive programmieren? Warum nicht? Da zieht er immerhin bis 300 Tonnen. Das ist ja kaum zu glauben. Wir haben einmal einen kleinen Wettkampf gestartet. So als Versuch. Wie Sie sehen, der Unimog hält mit. Das liegt an dem hohen Reibwert zwischen Gummireifen und Stahlschiene. Toll, 300 Tonnen. Naja, nicht überall gibt es Schienen. Was zieht er unter normalen Bedingungen? Eigentlich, was Sie wollen. Alle Fernverkehrsanhänger und im internen Werksverkehr bis zu 100 Tonnen. Wobei gerade hier sein Wendekreis von knapp 11 Metern selbst Rangieren mit Anhängern auch in engen Industrieanlagen problemlos werden lässt.
Da bekommt man ja richtig Lust, den Unimog selbst zu fahren. Na, dann tun Sie es doch. Ach, lieber nicht. Das ist sicher schrecklich kompliziert. Wie kann man nur solche Vorurteile haben? Den Unimog zu fahren ist auch nicht schwerer, als einen normalen LKW oder Traktor zu dirigieren. Und die Bedienung der Arbeitsgeräte ist auch nicht schwerer. Wenn Sie wollen, können Sie aber auch einen Kursus besuchen. Sie meinen, wenn man ihn zu einem Spezialgerät programmiert hat? Genau. Was ich geradezu faszinierend finde, ist, dass der Unimog sich auf der Straße jeder geforderten Geschwindigkeit anpassen kann und bei bestimmten Arbeiten durch seine Schneckengänge, nur 100 Meter in der Stunde muss man sich mal vorstellen, auch noch hinter einem normalen Traktor zurückbleiben kann. Wobei Sie noch die Bequemlichkeit für Fahrer und möglichen Beifahrer vergessen haben. Nicht nur, dass Sie bequem aus- und einsteigen können. Ich merke es schon die ganze Zeit. Man sitzt gut. Der Fahrersitz ist in drei Richtungen verstellbar. Dazu kommt eine Heizungs- und Belüftungsanlage. Und wirklich erstklassige Sicht nach allen Seiten. Auch bei Ganzstahlfahrerhaus, das als Sonderausführung geliefert wird. Normal bekommen Sie den Unimog als Cabrio. Mit einem faltbaren, allseitig dichten Allwetterverdeck, Seitensteckscheiben und umklappbarer Windschutzscheibe, die Sie auch abnehmen können. Wie wäre es nun mit einem Blick in das Innenleben? Da wird einfach das ganze Fahrerhaus hochgestellt? Ja, so spart man Zeit und hat sofort Zugang zu Motor und Getriebe. Das macht sich bei eventuellen Reparaturen bemerkbar. An den Motor kommt man natürlich auch durch Abnehmen der Motorhauben innen und außen heran. Das ist ein Diesel? Ja, ein Mercedes-Benz-Diesel. Na, die kennt man ja. Zuverlässig, betriebssicher, robust bis zum Letzten und wirtschaftlich. Und für den Unimog-Antrieb sind sie gedrosselt. So haben sie ständig große Kraftreserven zur Verfügung. Und wie ist es mit dem Service? Das Unimog-Kundendienstnetz erstreckt sich über die ganze Welt. Praktisch haben sie überall Unimog-Spezialisten zur Verfügung, die hier im Mercedes-Unimog-Werk in Gaggenau ausgebildet worden sind. Ich krieg sie schon noch. Wie meinen Sie das? Na, dass Sie mir mal keine zufriedenstellende Antwort mehr geben können. Ach so. Ja, fassen wir zum Schluss vielleicht noch einmal zusammen. Sie können den Unimog zu jeder Ihren Notwendigkeiten entsprechenden Spezialmaschine programmieren, die Sie dann überall einsetzen können. Auf der Straße verfügen Sie neben seiner Zugkraft über eine hohe Fahrgeschwindigkeit. Im internen Werksverkehr zieht er bis zu 100 Tonnen, auf der Schiene sogar bis zu 300 Tonnen. Sein kleiner Wendekreis ist dabei ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Im Gelände können Sie mit dem Unimog dank seines tiefen Schwerpunktes, der großen Bodenfreiheit durch Portalachsen und dem günstigen Böschungswinkel jederzeit Geländeschwellen und Steilstufen bezwingen oder Wassertiefen bis zu einem Meter durchwaden. Allradantrieb auf vier gleich große Räder, optimale Achslastverteilung und Differentialsperren vorn und hinten in Verbindung mit verbindungsweichem Rahmen und Dreipunktaufhängung von Antriebsblock, Fahrerhaus und Pritsche helfen auch extreme Geländeverhältnisse zu meistern. Etwa wie hier im Braunkohletagebau, wo man bei bestimmten Wetterverhältnissen geradezu von grundlosem Gelände sprechen möchte. Diese Konzeption ist es aber auch, die den Unimog Steigungen oder Gefälle bis zu 100% oder 45 Grad nehmen lassen. Und schräg zum Hang noch 40 Grad. Puh, fertig. Wirklich? Haben Sie noch eine Frage? Ja, habe ich. Wer garantiert mir nun dafür, dass gerade jener Unimog, den ich mir anschaffe, das alles wirklich kann bzw. durchhält? Na, Mercedes-Benz. Wir prüfen doch alle Teile auf Herz und Nieren, ehe sie eingebaut werden. Und natürlich auch die Unimog, ehe sie das Werk verlassen. Sehen Sie, jetzt habe ich Sie doch noch erwischt. Da machen Sie Stichproben, jeder 20. oder so ähnlich, nicht? Irrtum, mein Herr, das mag bei anderen so sein. Mercedes prüft jeden Unimog. Jeden, der das Werk verlässt. Nun, haben Sie noch eine Frage? Ich nicht. Ich möchte jetzt einen Kaffee. Aber vielleicht hat jemand anders noch eine Frage.